Leben und Arbeiten auf Mallorca. Mach dich frei, der Freiheitspodcast für Selbstständige, Unternehmer, Freiberufler und Führungskräfte. Du fragst dich, wo deine Freiheit geblieben ist? Der Freiheitspodcast zeigt dir in jeder Folge konkrete Wege, das Hamsterrad zu verlassen und endlich deine Träume zu leben. Mach dich frei. Von und mit Dr. Susanne Vornweg und Dr. Hartmut Voss Vornweg. Mach dich frei. Unternehmerfreiheitspodcast, Folge 769. Wir sind's, Hartmut und Susanne, begrüßen dich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Von Mallorca. Von Mallorca aus begrüßen wir dich seit den letzten Folgen, seitdem wir wieder hier sind. Das schöne Wetter zieht uns immer wieder hierher. Genau. Und das ist natürlich eine Frage, die häufig an uns gestellt wird, weil wir ja nun auch schon sehr, sehr lange hier leben, Teilzeit leben. Ja, sind immer gerne hier aufhalten, wenn es hier schön ist. Genau, und zwar schon seit mehr als 25 Jahren jetzt. Ja. Und das ist natürlich etwas, in der Zeit gewinnt man tiefe Einblicke, man hat so dieses Lebensgefühl hier in Spanien, auch gerade hier auf Mallorca. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und wir haben ja auch verschiedene Dinge. Aber um Dinge, das zu leben, um das wahrzunehmen, muss man auch nicht auswandern, ne? Nein. Also das ist, den Auswanderer geben, der alles so wegwirft oder hinter sich lässt oder flüchtet. Ja. Wird ja vieles kolportiert dort. Genau. Und man bekommt ja auch häufig einen ganz falschen Eindruck, also geskriptete Serien, die dir dann Goodbye Deutschland oder sowas, das ist ja alles, wie gesagt, das sind geskriptete Dinge, wo man Menschen gerne scheitern sehen möchte und wo dann immer die Dinge auch so dargestellt werden, wo die Leute wirklich ohne jeglichen, häufig Sachverstand, einfach alles ab, die Zelte hinter sich abbrechen, denken irgendwo anders, Hauptsache nicht zu Hause wäre alles besser und dann ins kalte Wasser springen und feststellen müssen, sie sind vielleicht noch nicht mal ins kalte Wasser gesprungen, sondern einfach auf einer harten Betondecke gelandet. So. Also solche Soaps sind wenig gute Ratgeber für Unternehmer oder Menschen, die sich wirklich die Frage stellen, kann ich nicht vielleicht auch das, was ich hier tue in Deutschland, an anderen Orten, wo es mir einfach besser gefällt, wo mir das Klima besser entspricht, wo ich das einfach schöner finde, wo mein Herz aufgeht, kann ich das dahin irgendwie, kann ich das damit verbinden? Ja. Und für uns war wirklich auch vor fast 30 Jahren Mallorca so der Kristallisationspunkt, wo wir gesagt haben, also das ist für uns ja das Paradies. Also wenn man mehr Zeit hier verbringen könnte, das wäre also das der Inbegriff von Freiheit und schönem Leben für uns. Und vielleicht hast du solche Gedanken auch schon gehabt, meine Güte, wäre das schön, bist an irgendeinem Urlaubsort und denkst, Mensch, wenn ich hier leben könnte, das wäre für mich ein Traum. Ja. Und erster Punkt, an den ich anknüpfen möchte, ist der, dass das schön ist, wenn man so ein Gefühl entwickelt, wo man sagt, also das wäre wirklich was, wofür ich viel geben würde, genau das in meinem Leben nochmal umzusetzen. Das kann ein richtig tolles Ziel sein. Genau. Finde ich. Das war es bei uns. Ne? Ja. Das kann dich auch viele, viele Jahre wirklich treiben mit allem, was du tust, wenn es auch nicht immer sofort geht. Ne? Ja. Dass man jetzt, sagen wir, alles hinter sich lässt oder sofort die Lösung findet, die jetzt einem ermöglicht, sein Business outzusourcen oder es zu verbinden mit einem längeren Aufenthalt im Ausland. Ne? Aber das Ziel zu haben und alles darauf auszurichten, haben wir als sehr, sehr positiv und energiespendend auch wahrgenommen. Ja. Und es ist natürlich ein großer Unterschied, ob du als junger Mensch ohne große Verpflichtungen, ohne großen Besitz oder so sagst, ich möchte den Lebensmittelpunkt finden, wo ich mich besonders wohlfühle. Ich gucke mir mal alles an. Ich gucke mir mal alles an. Ja. Ja, also können wir nur empfehlen, sich möglichst vieles anzugucken und auch zu hinterfragen, ist es das wirklich? Wie fühle ich mich hier? Wie würde ich mich hier fühlen, wenn ich mal Familie habe? Wie gut ist dieses Land für Business-Aktivitäten überhaupt geeignet?
geeignet. Wie ist das überhaupt zu unterschiedlichen Jahreszeiten? Ne? Ja. Viele kennen manche Urlaubsorte ja nur im Sommer, also auch nur zu Urlaubszeiten. Ja. Frag doch einfach mal hin, wenn keine Urlaubszeit ist, also außerhalb. Genau. Nicht? Ja. Schon gewinnt man wieder einen ganz anderen Eindruck. Und lässt andere Überlegungen in seine Entscheidungsfindung mit einfließen. Ja. Das sind übrigens auch Dinge, die wir mit unseren Klienten eben durchgehen, solche Entscheidungsfindungen, und geben ihnen hilfreiche Überlegungen mit auf den Weg. Sagen nicht, ja, das ist so super oder das ist überhaupt nicht, sondern stellen immer Fragen, weil wir wissen, auf was man alles achten muss. Und dann heißt es, diese Fragen für sich selbst ehrlich zu beantworten. Ja, aber jeder Mensch hat unterschiedliche Prioritäten. Und ne? Bedürfnisse. Und Bedürfnisse. Das ist eine einfache Geschichte. Ist immer was mir persönlich immer einfällt, wenn mich Menschen fragen, jetzt zum Beispiel die auf Mallorca, sag mal, welches Restaurant würdest du mir empfehlen, da und da? Ne? Ja. Ja, sag ich, du, das hängt erstens von deinen Vorstellungen ab. Zweitens musst du dir darüber im Klaren sein, wenn ich dir heute was empfehle, was ich vielleicht gestern noch gut gefunden habe, wenn du da heute hinfährst, kann das heute schon ganz anders sein. Vor allem, wenn drei Wochen dazwischen liegen oder sogar ein Jahr. Ja. Also, aber wirklich bei jemand, der sich, sagen wir mal, also geschäftlich hier engagieren möchte, der sagen wir möchte, wie kann ich mein jetziges Leben mehr mit einem Hiersein verbinden an einem Ort, wo andere Urlaub machen, ne? Dann kann man schauen, ja, was priorisierst du denn? Was ist denn eigentlich der Wunsch? Was steckt dahinter? Was ist der Ursprung dieses Wunsches? Ja. Warum möchtest du das überhaupt? Ja, um das dann zu schauen, zu ermitteln, ist das sinnvoll, das zu tun? Oder bringt das vielleicht einfach nur mehr Unruhe und mehr Stress in dein Leben? Und es gibt vielleicht noch Alternativen, an die du bisher noch gar nicht gedacht hast. Ja. Ja. Ich möchte nochmal auf unsere Geschichte zurückkommen. Ja. Als wir damals hierher kamen, und das war auch in einem Sommerurlaub, unser Sohn war damals noch sehr klein, unter 2, und weil unser Personal, haben wir schon ein paar Mal erzählt, in dem Ferien Urlaub machen wollte, weil auch dann wieder die Familie zu der Zeit nur Urlaub machen konnte, die Männer, bei uns waren ja hauptsächlich Frauen beschäftigt in der Zahnarztpraxis. So haben wir damals in der Hauptsaison hier Urlaub gemacht. Und dann habe ich nur gedacht, na, ich will nicht in der Hauptsaison mit einem kleinen Kind in irgendein Hotel und dann ist da Remi-Demi. Weit fliegen wollte ich auch nicht mit so einem kleinen Kind. Und dann bot sich irgendwie Mallorca an und so ein Finca-Urlaub. Das war damals, das war 1994, noch was Außergewöhnliches. Finca-Urlaub war praktisch noch nicht bekannt. Das kam so in den Jahren danach. Hey, hast auch du den unbändigen Wunsch nach Veränderung, nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung beruflich und privat? Dann geh keine Umwege mehr, laufe nicht in Sackgassen und spring auch nicht auf jeden Zug. Du suchst die Antworten, die dich wirklich weiterbringen? Dann stell endlich die richtigen Fragen. Starte ganz einfach mit dem Lifestyle-Check des Unternehmerfreiheitspodcasts. Völlig kostenlos, aber ganz bestimmt nicht umsonst. Zeitautomat.com/Lifestyle-Check. Zeitautomat.com/Lifestyle-Check. Mach dich frei. Und ich werde es nie vergessen, wie ich mich gefühlt habe, als wir hier ankamen und in dieser Zeit auch dieses Paradiesische hier erlebt haben. Auch heute Morgen, als wir gefrühstückt haben, wenn man die Hähnekrähen hört, wenn man die Schafglocken hört hier auf dem Land, wenn man... Der Natursound. Dieser Natursound, das Vogelgezwitscher. Wo man einfach schon das Mikrofon einfach nur hinstellen kann und ohne was zu sagen, hat man schon eine Message. Ja. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, also so habe ich mir immer das Paradies... Wenn mich einer gefragt hätte, wie stellst du dir das Paradies vor, dann hätte ich gesagt, genau so. Ja. Und dieses Gefühl wollte ich einfach häufiger haben. Ich habe gedacht, wie kannst du das hinkriegen? Und Gott sei Dank war es bei uns beiden so, dass das bei uns so einschlug wie so eine Bombe. Ja. Ne? Ja. So im Sinne von... Also es war eher das Magnetische, also es gibt ja diesen deutlichen Unterschied. Es war nicht der Wunsch, der entstanden ist, wir müssen irgendwie weg aus Deutschland oder weg oder so. Das haben wir auch gar nicht gemacht, ne? Nee. Sondern es war einfach, da war ein Magnet und da wollten wir hin, da wollten wir mehr Zeit verbringen. Ne? Ja. Also und das sollte ein größerer Teil unseres Lebens werden. Genau. Ja. Und jetzt ist es ja so, je nachdem, was du in deinem Leben schon aufgebaut hast und was du...
man kann auch so sagen, an den Hacken hast. Ja, ja, ist das auch manchmal sogar eher schwieriger, diese Entscheidung? Bei uns war das auch so. Wir hatten jetzt unsere Praxis ja gerade aufgebaut, waren in den ersten Jahren. Wir haben in der Zeit eben auch sehr, sehr viel und hart gearbeitet, damit wir überhaupt, ja, wenn du so eine Selbstständigkeit aufbaust, dann bist du mit Haut und Haaren involviert und kannst nicht sagen, ach, das mache ich jetzt mal halbherzig oder so. Und das war auch nie unser Ding, irgendwas halbherzig zu machen. Und auf der anderen Seite nagte dann aber schon etwas in uns im Sinne von, ach, das wäre so schön, wenn man da Zeit verbringen könnte und eben mehr als nur die, ja, was weiß ich, dreimal im Jahr 14 Tage und das auch alles immer mit dem Stress, wenn du nach Hause kommst, schlägt die Arbeit über dir zusammen, ja, und ja, du weißt, das, was du an Urlaub gehabt hast, das fällt in den nächsten 3 Tagen, wenn du wieder zu Hause bist, wie so ein Kartenhaus wieder zusammen, weil die Arbeit dich überwältigt, die du in der Zeit nicht geleistet hast. Und ja, und dann gehen so Gedanken los. Wie könnte das denn funktionieren? Was hast du für Optionen? Und damals gab es ja nicht viele Optionen. Damals gab es keine Online-Business-Möglichkeiten. Damals gab es noch kein Internet, wo man sagen könnte, Mensch, ich mache irgendein Online-Business und nehme es mit nach Mallorca. Ja, oder überhaupt Dinge, die man vereinfachen konnte, dass man was konservieren konnte, dass man wirklich schauen konnte, was schafft, wo kann ich mir mehr Zeit verschaffen? Ja. Das ist ja der primäre Faktor schon mal. Um eventuell mehr auch aus meiner täglichen Routine rauszugehen, ja, ne? Und an den Ort zu gehen, wo ich lieber bin. Ja. Ja. Gab es alles nie. Also nee, war unsere einzige Option, sich zu überlegen, wie wäre das denn? Wir könnten ja vielleicht auch eine Praxis auf Mallorca machen. Ja, so. Also das war damals die... Überlegt man. Ja, das war die... Es war nur eine Überlegung, ja, wohlgemerkt. So. Das war so das Einzige, was uns einfiel. Ja, dann natürlich... Nicht mehr so groß, wir merkten ja schon... Frei nach dem Motto, wir haben doch nichts anderes gelernt. Genau, ne? Wir haben wirklich, ich saß immer wieder, wir haben heulend auf der Bettkante gesessen und haben wirklich gesagt, wir haben ja beide nichts anderes gelernt. Ja, das ist das Spezialistentum. Ja. So, also was bleibt uns? Wir hätten nach dem Motto eine schöne, kleine Naturheilpraxis, ganzheitliche Zahnarztpraxis mit ganzheitlicher, präventiver Sicht auf die Dinge und ja, Menschen gesund zu erhalten. Hat man dann erstmal so im Kopf. Genau, ja, ja. Das war ja so nach dem Motto das Einzige, was uns zum damaligen Zeitpunkt erstmal einfiel. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir dir nur wärmstens ans Herz legen können, ist, probier die Dinge schrittweise aus. Egal, was du machst, das haben wir auch so gemacht. Wir haben nicht einfach gesagt, ach, das ist es jetzt, ja komm, wir setzen jetzt alles auf eine Karte, wir verkaufen hier unsere Praxis, gehen nach Mallorca, das haben ja auch viele unserer Kollegen gemacht, gehen jetzt hier nach Mallorca, gucken nach einem passenden Ladenlokal und gründen da einfach jetzt eine neue Praxis. Und das ist auch nicht gemeint mit schrittweise ausprobieren, ne? Nee. Nicht mal das eine Jahr dieses Business zu machen, das eine Jahr das andere und so weiter, sondern es geht darum, wirklich im Vorfeld sich alles anzuschauen und kritisch zu hinterfragen, was es schon gibt. Genau. Ja, zu schauen, wenn ich das jetzt mache, ja, was gibt es denn überhaupt schon in der Branche? Wer macht denn schon was? Wie läuft das da? Wie leben diejenigen Leute, Unternehmer, wirklich? Leben die wirklich den Traum, den ich mir vorstelle, wenn ich sowas machen würde? Ja. Oder erzählen die dir oder sogar, die, oh, hier habe ich eigentlich mehr Stress als früher in Deutschland. Oder sagen die vielleicht auch mal die Wahrheit, in Anführungsstrichen, hier kannst du auch Business machen, nur es ist noch viel komplizierter und aufwendiger, viel stressiger, noch mehr Bürokratie. Ja. Manche einmal Deutschland ist so bürokratisch, nicht? Und guck mal, hinterfrag das mal bei manchen Businessmodellen und in manchen Branchen, auch im Ausland, in Spanien beispielsweise. Ja. Das kann da gut mithalten. Ja, also das sind so Dinge, wir haben ja häufig nur, weil wir gewisse Dinge nicht wissen, dann so besonders schöne Vorstellungen davon, nach dem Motto, woanders ist einfach alles besser. Man redet sich nicht... das schön. Ja. Vorsicht für Unternehmer, das sollte man nicht tun. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite wurden wir aber in vielem immer weiter bestärkt. Also uns gefiel die Art hier, ja, die Lebensart, wie die Menschen hier so ticken. Also wir haben uns auch sehr früh
eben mit Menschen umgeben, die hier leben. Mit einheimischen Menschen. Wir haben auch immer die Geschäftskontakte zu Einheimischen gesucht und nicht immer gesagt, ach ja, gut, wir sprechen die Sprache noch nicht so gut und so, machen es uns einfach und gucken mal, gibt es das nicht auch alles in Deutsch oder dem Motto, haben wir denn da hier nicht auch deutsche Handwerker, die irgendwas für uns machen können oder so, sondern auch da immer zu überlegen, die Dinge auszuprobieren und nicht immer so versuchen, den einfachsten Weg zu gehen, ist auch so eine ganz wichtige Sache. Und zu schauen, was ist schon da, ohne immer jetzt als jemand, der so Mr. Allwissend kommt dann und will anderen Kulturen mitunter auch seine Vorstellungen aufdrücken. Und bei uns war es damals so, dass wir ja alles ausprobiert haben nach dem Motto, ist das denn überhaupt dann vom Schulsystem das Richtige? Wir haben unseren Sohn auch einfach mal hier dann in den Kindergarten in den Ferien gesteckt und fanden das super, wie liebevoll hier mit Kindern umgegangen wird. Das ist jetzt nicht, dass in Deutschland mit Kindern nicht liebevoll im Kindergarten umgegangen wird, aber es hat hier eine andere... Der Wert von Familie und das, was bereits Qualität. Für Familienleben organisiert ist hier. Ne? Das ist schon etwas anderes, wo viele noch sagen oder Angst haben oder sich fragen, kriege ich überhaupt einen Kita-Platz in Deutschland und also das, wo das Stress macht. Ja. Ne? Ist das hier schon ein ganz anderes Thema, ne? wo junge Mütter das auch viel leichter auch organisiert kriegen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Ja, und auch für uns, also viele haben ja auch Angst, Mensch, kann ich die Kinder denn in so eine andere Umgebung setzen? Gut, unser Sohn ist vielleicht auch immer sehr unkompliziert gewesen. Für ihn war das eine absolut tolle Sache, so vieles ausprobieren zu können. Hier die Kinder kennenzulernen im Kindergarten, dann hier auch mal ein Feriencamp mitgemacht zu haben, als er älter war, um zu gucken, gefällt mir internationale Schulen. Bei uns war immer sehr wichtig, dass man Kindern eine Möglichkeit gibt, auch andere Sprachen zu lernen, in andere Sprachräume einzutauchen und zu sehen, dass das Leben eben nicht nur beschränkt ist auf ein Land, eine Sprache, sondern dass wir schon einen ganzen Globus hier bewohnen können im Grunde. Ne? Das ist eben auch eine tolle Möglichkeit hier. Ne? Diese Internationalität, eben viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichsten Ländern kennenzulernen, viele verschiedene Sprachen als Kind nebenbei zu lernen, also auch außerhalb der Schule, weil man auch in der Schule sind ja Fremdsprachen im Prinzip keine Fremdsprachen, sondern Sprachen, die man einfach auch dann weiter spricht auf der Straße, ja, weil man einfach von Kindern und anderen Erwachsenen umgeben ist, wenn die Kinder in eine internationale Schule gehen, die eben auch dann Englisch sprechen oder Französisch oder Spanisch oder was auch immer. Ja, viele, die da nochmal eintauchen wollen, also noch genauer, wir haben ja ganz zu Anfang, als wir begonnen haben mit diesem Podcast, unsere Geschichte quasi zeitnah auch beschrieben haben viele unserer Hörer dann daran, alle unsere Hörer teilhaben lassen. Also geh ruhig zurück in die ersten Folgen dieses Podcasts. Alles begann. Wenn du sie vielleicht in dem Account, wo du sie normalerweise konsumierst, nicht findest. Also manchmal sind das zum Beispiel auf iTunes, sind nur immer 300 Folgen oder 400, weiß nicht mehr genau, veröffentlicht. Du findest alle Podcast-Folgen dieses Unternehmerfreiheits-Podcasts natürlich auf unserem Web-Account zeitautomat.com ist ja unsere Webseite, /Podcast. Ne? Da sind alle Folgen hinterlegt von 01 bis 769. Hey, du möchtest komprimiertes Wissen als Hilfe für deine Entscheidungsfindung? Hol dir das Buch zum Unternehmerfreiheitspodcast. Der unfaire Vorteil. Nutze ihn. Infos unter derunfairevorteil.com. Derunfairevorteil.com. Und wir werden so häufig danach gefragt, deswegen kommt das Thema ja auch immer wieder. Und wenn man eben auch, ich meine, Mallorca ist so ein beliebtes Urlaubsreiseziel. Mit Recht, finde ich, ja. Wir verstehen, haben also größtes Verständnis dafür. Nur Mallorca ist völlig anders als das, was du mitbekommst, wenn du hier in irgendeine Ferienanlage gehst, in irgendein Hotel gehst, dann nochmal ein bisschen, wandern gehst oder mal ein bisschen auf der Promenade spazierst und noch vielleicht drei Einkäufe tätigst. Das Leben hier
spielt sich völlig anders ab. Also auch gerade wenn du jetzt, ich meine, in Palma muss man sagen, da haben wir ja jetzt auch eine Zeit lang gelebt und das ist ein völlig anderes Leben, ein städtisches Leben, ein internationales Leben, wieder völlig anders, als wenn du irgendwo auf Mallorca aufs Land ziehst. Mhm. Gut, auch auf dem Land ist in den letzten 25 Jahren sehr, sehr viel passiert. Auch da wird es immer internationaler, nicht? Weil eben sehr, natürlich sehr auch viele durch die Veränderung und Modernisierung von Infrastruktur. Und ja, auch da hat es natürlich auch viele Europäer hingezogen, ja, weil es einfach eben ein fantastisches Klima ist, eine fantastische Infrastruktur hier herrscht, eine super tolle ärztliche Versorgung. Das ist ja auch etwas, das was man nicht, nicht sagen, ja, hm, aus den Augen verlieren sollte. Super Schulen. Das sind natürlich super Verkehrsverbindungen, das sind natürlich alles Punkte, die absolut für so einen Standort sprechen und die uns auch immer gesagt haben, also wenn, ist uns Mallorca exotisch genug, in Anführungszeichen, mhm, dass das Wetter ist wunderschön, man hat so viele verschiedene wunderbare Landschaften auf einem so kleinen, örtlich begrenzten Spot, ja, Spot, wirklich so schnell erreichbar. Und das sind alles so Dinge, die schon einmalig sind. Ich meine, wir sind ja auch jetzt in der Welt viel rumgekommen und haben vieles uns angesehen, haben auch vieles uns genau unter dem Aspekt angesehen, würden wir hier leben wollen. Leben und auch Business und machen arbeiten wollen. Ja, wollen, ja. Ja, ja. Mhm. Also wenn ich sage, nutzen, würde ich hier leben wollen, ist das für mich immer implementiert. Da denke ich immer, das gehört ja dazu. Leben und Arbeiten ist für mich immer eine Einheit gewesen. Ja, tun wir ja jetzt gerade auch. Wir leben und arbeiten gleichzeitig. Genau. Und mit den Augen so allein durchs Leben zu gehen und sich diese Frage auch ernsthaft zu stellen und zu beantworten, das hilft ihr schon extrem weiter. Und dann nach und nach sich die Informationen zu beschaffen, mit Menschen zu sprechen, zu gucken, wie lange kann ich denn in dem Land auch mal leben, ohne jetzt gleich hinter mir alle Brücken abbrechen zu müssen. Ja, natürlich. Und was hat das für Konsequenzen für mich? Ne? Ich meine, aus Deutschland wirst du ja auch immer beobachtet. Was macht derjenige? Ne? Was läuft da überhaupt? Ja, ist für Businessleute ja auch wichtig. Ne? Ja. Und deswegen gesagt, man muss nicht immer gleich auswandern, um Dinge zu probieren, die für einen wichtig sind, sein können. Ja, ja. Und für uns war es immer sehr auch lehrreich, so unseren Lebensmittelpunkt immer zwischen Deutschland, Schweiz und Spanien. Zum Beispiel, auch andere haben noch mehr Lebensmittelpunkte. Ja, das ist so, ja, wie schön ist, ja? Genau, ja, vielleicht so, kommen bei uns auch noch so mal viele welche tolle Länder, ja, dazu. Was wissen wir, was in 10 Jahren ist? Ja. Wir reisen häufig also durch Frankreich auch und das sind auch noch so Spots, wo wir auch gerne mal so, auch länger bleiben würden. Ja. Ne? Oder Italien ist auch, da gibt es auch so wunderbare Spots, das liegt so alles auf. Hoffentlich bleibt Europa, also wird Europa wieder friedlich und es entwickelt sich wieder alles in die richtige Richtung. Das macht uns natürlich auch von hier aus echt Sorgen im Moment. Ja. Und trotzdem nützt das Sorgen machen ja nichts. Nein. Und es ist viel besser, man richtet seinen Fokus auf die schönen Dinge, aufs eigene Leben, auch im Sinne von, wie ist es denn am schönsten? Das hört sich jetzt sehr egoistisch an, aber es nützt überhaupt nichts, wenn du nur mitleidest und jetzt sagst, oh Gott, den Menschen geht es so schlecht, deswegen darf es mir jetzt auch nicht gut gehen. Das ist etwas, was niemanden weiterbringt. Was man machen kann, ist wirklich zu helfen und auch den Menschen zu helfen, denen man selbst am besten helfen kann. Ja, einmal das ist auch immer, sei es finanziell oder durch zur Verfügung stellen von Kapazitäten, je nachdem, was Menschen brauchen. Ja. So. Und auf der anderen Seite bleibt es und ist es auch jetzt aus meiner Sicht auch immer deine Verpflichtung, dass du dafür sorgst, dass es dir auch selbst weiterhin sehr gut geht und du dich wohlfühlst und auch möglichst mobil bleibst, also was machen kannst, genau. Also auch deinen Beitrag leisten kannst, um die Welt immer wieder ein Stück besser zu machen. Genau. Ja, wir werden auch in Zukunft mal wieder häufiger hier von den Entwicklungen berichten, was uns so auffällt, was hier so abgeht. Auf der Insel. Auf der Insel, weil wir doch häufig gefragt werden. Und wenn du die Themen auch Mallorca-Business und eigenes Business gründen, Online-Business gründen, interessant findest, ein Coaching-Business aufzubauen als Beratungs-Business zum Beispiel. Das sind alles Themen,
wo es für dich hier interessant sein kann, genau diesen Podcast zu hören, genau diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Genau, und mit dann, den beiden hier Kontakt aufzunehmen. Oder mit uns auch direkt Kontakt aufzunehmen und einfach mal nachzufragen, wie könnte das denn alles für mich funktionieren. Ja. Ja, in diesem Sinne. Wir grüßen dich ganz, ganz herzlich aus unserem Paradies und wünschen dir alles Gute, damit du dein Paradies findest, das möglichst schnell und gesund erreichst. Ja. Und zu guter Letzt wie immer, nur durch Nichtstun wird es schlimmer. Mach dich frei, wir helfen dir dabei. Das war dein Freiheitspodcast von und mit Dr. Susanne Vornweg und Dr. Hartmut Voss-Vornweg. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann komm auf den Erfolgsblog www.zeitautomat.com. Deine Plattform von Unternehmern für Unternehmer. Die Ideenquelle, mit der du Freiheit produzierst. www.zeitautomat.com. Mach dich frei.